Alle Geheimdienstmitarbeiter bitte ins Bundeskanzleramt. 0815 bitte 007. Meine Herren, seit heute ist die Lage ernst. Wir müssen raus aus dieser Geheimdienstaffäre. Deshalb, unter Ihren Sitzen befindet sich ein Becken mit Piranhas. Was? Zwei Geheimdienste werde ich opfern. Ich werde einen behalten, der am härtesten durchgreifen kann. Wer wird das sein? Bünd, Büff oder Matt? Das sind eindeutig wir vom militärischen Abschirmdienst. Wir sind klein, aber oho. Aha. Sagen Sie, sollten Sie nicht kritische Journalisten beobachten? Ja, aber wir haben keine gefunden. Weil wir auch gar nicht danach gesucht haben. Ja? Das gehört ja nicht wirklich zu unserem Aufgabengebiet, Journalisten unter die Lupe zu nehmen. Die sollten doch einfach nur herausfinden, warum so schlecht über unser geliebtes G36 geschrieben wird. Na, vielleicht, weil es einfach scheiße. Egal. Auf jeden Fall steht in § 1 MAD-Gesetz, dass wir nur ermitteln bei Bestrebungen gegen das friedliche Zusammenleben der Völker. Und da haben wir uns gedacht, was gibt's Friedlicheres als ein Gewehr, das nicht richtig schießt? Nein. Sehen Sie, diese Paragraphenreiterei bringt uns nicht weiter. Wenn ich mich ans Gesetz halten wollen würde, könnte ich das auch selber machen. Haben Sie was zu bieten, Büff? Ja, wir vom Bundesverfassungsschutz haben 30 Jahre lang Bodo Ramelow ausgespäht. Ah, hat der gegen die Verfassung verstoßen? Nein, wir. Okay. Unsere Überwachung war laut Verfassungsgesetz verfassungswidrig. Ach, haben Sie ihn wenigstens ausgeschaltet? Ja, kann man so sagen, er ist jetzt... Ich habe Sie nicht verstanden. Er ist jetzt Ministerpräsident, aber in einer Koalition mit der SPD. Ach, das ist Strafe genug. Gut. Aber sagen Sie, haben Sie nicht noch was mit mehr Wumms? Ja, unsere Aktion Feuerzauber. Ach ja. Wir vom Verfassungsschutz haben mal einen Sprengstoffanschlag auf ein Gefängnis verübt. Ah, das geht doch in die richtige Richtung. Ja, ja, um einen Spitzel einzuschleusen. Das war das berühmte Zellerloch. Wie groß war denn das Zellerloch? Ja, naja, das war so 40 Zentimeter. Wen wollten Sie da einschleusen? Gregor Gysi? Fast. Wir wollten den Anschlag den Linken in die Schuhe schieben. Ach, gut, also ein Anschlag. Das war also Ihr Beitrag zur Terrorbekämpfung. So, ich fasse zusammen. Wir haben also Bodo Ramelow, ein kaputtes Gewehr und ein Loch. Supi. Kann ich Sie vielleicht für die Operation Hades interessieren? Ach, das klingt nach Tod und Verwesung. Ich höre. Wir haben 363 Gramm waffenfähiges Plutonium aus Moskau schmuggeln lassen. Ach, ihr habt doch nur so lange mit Geld gewedelt, bis euch irgendeiner illegal Plutonium verkauft hat. Und überhaupt, habt ihr das dann ganz unauffällig in einem Castor-Transporter nach Deutschland kommen lassen? Hm? Nein, in einer Passagiermaschine der Lufthansa. Und dann haben wir die Gangster ganz überraschend am Münchner Flughafen planmäßig festgenommen. Moment, ich darf mal zusammenfassen. Sie haben 363 Gramm waffenfähiges Plutonium in einer Passagiermaschine der Lufthansa nach München fliegen lassen, dabei in Kauf genommen, den Großraum München zu verseuchen, um eine Gefahr herzustellen, die es ohne Sie nicht gegeben hätte. Ja. Respekt. Und, kurz darauf wurde die Union Wahlsieger. Ein immenser Kollateralnutzen, nicht wahr? Ja, ja, nehmen Sie sich mal ein Beispiel dran, MAD. Ja? Von wegen, ich kann keine Journalisten ausspionieren ohne Grund. Ja? Wissen Sie was? Ich habe einen ganz klaren Favoriten. Nein, Moment! Wir haben mal einen General als schwul dargestellt. Die Affäre Kiesling.
Moment, was ist so schlimm an einem schwulen General? Ja, das waren andere Zeiten. Da war Schwulsein noch genauso gefährlich wie Plutonium. Ach. Und wie haben Sie ihm das untergejubelt? Oh, erdrückende Beweise. Wir hatten die Aussage eines Militärarztes, Kiesling hätte in seinem Behandlungszimmer, ich zitiere, einmal an sich selber rumgespielt. Und hat's gestimmt? Nee, warum? Also haben wir vielleicht noch was anderes als jemand, der an sich herumgespielt hat? Wir haben Deutsche im Ausland vor Verfolgung geschützt. Ach. Er will sagen, Sie haben Israel verschwiegen, wo Adolf Eichmann ist. Moment mal, der Organisator der Entlösung? Dieser Massenmörder, das wird eine Untersuchung geben. Geht leider nicht, unsere Aufsichtsbehörde gibt die Akten nicht frei. Ach, welche Behörde ist das? Ich werde da mal Druck machen. Das Bundeskanzleramt. Ja gut, dann hat sich das auch erledigt. Aber Eichmann, das ist doch schon so lange her. Wir haben doch ganz frische Nazis, haufenweise, nicht wahr? Die jahrelang unter den Augen des Verfassungsschutzes geraubt und gemordet haben. Moment, also der NSU, das waren also drei Fanatiker, die... Ach wirklich? Ich habe gehört, dass es sich dabei eher um ein ganzes Nazi-Netzwerk gehandelt haben soll. Ja, wir waren aber ganz nah dran. Das ist gut. Ich würde sogar sagen, der Verfassungsschutz war mittendrin statt nur dabei. Ja? Weil die Hälfte der V-Leute, die waren vom Verfassungsschutz. Naja, und die andere Hälfte war vom MAD. Das war geheim! Wo haben Sie die Information her? Aus der Presse. Ach, okay. Sagen Sie, warum haben wir die NSU-Terrorangst nicht mehr ausgenutzt? Was hätten wir nicht alles tun können für die innere Sicherheit, wie damals bei der RAF? Ja, weil es keine Angst gibt, nicht? Die Opfer waren ja keine Deutschen, nicht? Also keine richtigen Deutschen. Sehen Sie, ich brauche ausländischen Terror. Ich brauche Islamismus in letzter Sekunde verhindert. Haben Sie nicht sowas? Die Sauerlandgruppe. Wir vom Verfassungsschutz haben einen der größten Terroranschläge seit Madrid verhindert. Und zwar öffentlichkeitswirksam. Ha, reden Sie weiter? Das kann er nicht. Sonst müsste er Ihnen ja erzählen, dass der Imam, der die Sauerlandgruppe aufgehetzt hat, jahrelang für den Verfassungsschutz gearbeitet hat. Ja, und der Typ, der die Sprengzünder gekauft hat, der war Kontaktmann vom CIA. Das ist doch genau das, was ich suche. Sind Sie der Verfassungsschutz, der hetzt die Leute auf und der CIA kauft die Zünder und bevor die auf den Knopf drücken, da lassen wir sie hochgehen und alle sind glücklich und sicher, wen sie wählen. Wir sind viel besser, M. Wir brauchen die Amis gar nicht. Die Amis brauchen uns im Antiterrorkampf. Ohne uns hätte es im Irak gar keine Massenvernichtungswaffen gegeben. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Darf ich? Der Irakkrieg begann 2003 in einem unscheinbaren Reihenhäuschen in München. Dort hatten wir eine Tarnfirma gegründet, die Thiele und Friedrichs Marketing GbR. Und da haben wir einen Informanten namens Curveball bezahlt. Der hat uns Informationen über Massenvernichtungswaffen im Irak geliefert. Die haben wir den Amerikanern weitergegeben. Der Rest ist Geschichte. Das ist ja eine hübsche Geschichte. Sie haben nur eine Kleinigkeit vergessen. Der Irakkrieg fußte auf einer Lüge. Und diese Lüge kam von Ihnen. Yes. Naja, Sie müssen das doch positiv sehen. Wir haben einen Krieg mit ausgelöst, der es Kanzler Schröder ermöglicht hat, zu sagen, ich mache da nicht mit. Moment, Sie haben einen Krieg mit ausgelöst, dabei die Kanzlerwahl eines Kanzlers gesichert, die Wiederwahl, ohne dass an Ihnen etwas hängen bleibt. Ich glaube, wir haben einen Gewinner. Nein! Ja! Lassen Sie gut sein. Da bin ich gar nicht scharf drauf. Soweit ich das sehe, gibt es überhaupt nur Verlierer. Schauen Sie, wir sind doch eigentlich mal angetreten, um die Welt vor Gefahren zu schützen. Ja, und da sind wir offenbar einer der größten Gefahren. Ach, Unsinn! Sie haben doch für Sicherheit gesorgt. Ja, aber nicht für die 10 Opfer des NSU. Ja, oder für 150 Tote durch rechten Terror. Ja, und auch nicht für die 150.000 Toten durch den Irakkrieg. Ach, jetzt werden Sie mal nicht rührselig. Na, wir sind doch aber mal angetreten, um die Menschen zu schützen. Und die Demokratie. Die Demokratie, ja? Schauen Sie sich doch mal an, die Demokratie, in welcher Verfassung sie ist. Demokratie! Binden Sie mich los! Die Demokratie ist am Ende. Schauen Sie sich die Wahlbeteiligung an, sie sinkt. Niemand will mehr Demokratie. Die Menschen wollen mich. Jemand, der ihnen Sicherheit bietet, Bund. Und Sie,
werden mich dabei unterstützen. Mein Gott, Sie sind ja völlig verrückt geworden. Man kann auch sehr gut ohne Demokratie leben. Ich habe meine ganze Jugend ohne Demokratie verbracht. Und hat's mir geschadet? Aber ein Mord unter den Augen des Verfassungsschutzes und des MAD. Bünd, Sie sind dazu da, mich zu beschützen. Bünd, tun Sie's. Sie haben keine Wahl. Ach, Käse, man hat immer eine Wahl. Daneben. Oh Gott. Jetzt haben Sie es noch schlimmer gemacht!